Guten Morgen, ihr Lieben. So, da bin ich wieder. Dienstag. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter, hattet ein schönes Osterfest. Ich hatte ein tolles Osterfest. Echt. Ich habe rumgegammelt und viel, viel gestrickt, gelesen. Oh, und fern gesehen, also beim Stricken. Und es war so relaxed. Es war wirklich richtig schön. Natürlich an einem Tag hat unser Sohn uns besucht. Und an einem Tag haben wir mit meiner Tochter und meinem Schwiegersohn zu Abend gegessen. Aber wir wohnen ja in einem Haus. Ansonsten haben wir niemanden gesehen oder gehört. Ja, die Renovierungsarbeiten haben wir einfach weitergemacht über Ostern. Das soll man ja nicht so laut sagen. Aber damit es bei der Tochter oben weitergeht, haben sie also zu Ende tapeziert am Karfreitag und am Ostersonntag, damit wir am Ostersamstag, damit wir Sonntag und Montag ein bisschen Freizeit hatten. Das heißt, ich habe mir die Freizeit ja schon seit längerer Zeit genommen. Ja. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und habt ein schönes Osterfest gehabt. Ich wiederhole mich mal wieder. Ich habe hier einen riesen Berg Wolle liegen. Ich habe ganz, ganz viel Wolle gefärbt. Und zwar, ich habe hier über den Stuhl hängen, die noch nicht ganz so trocken sind. Dann habe ich hier noch zwei verschiedene Farben über den anderen Stuhl gehangen. Ganz viele, die schon trocken und fertig sind. Dann habe ich ganz tolles Garn bekommen von Schachenmeier, ein Handarbeitsgarn für Wischlappen, also für Spültücher. Und ich habe die neueste Wolle von ein Schal, also ein Knäuel, ein Schal, die Summer Stripes. Das stelle ich euch gleich alles vor, so zwischendurch. Dann habe ich wirklich echt fertige Sachen. Zwar noch nicht vernäht, weil ne, das Hanna-Tuch zum Beispiel ist fertig und das habe ich echt gestern Abend erst von der Nadel genommen. Oh, keinen Bock mehr gehabt, weil ich wollte die Babydecke auch noch fertig haben zu diesem Vernähen. Dann habe ich ja für Sophie habe ich die Socken ja schon fertig. Die habe ich euch gezeigt für Elena. Da habe ich den ersten Socken fertig. Da fangen wir gleich mal mit an. So. Es schneit oder es hat geschneit bei uns. Jetzt scheint ja so ein bisschen die Sonne. Als ich heute Morgen die Jalousie hochgemacht habe, habe ich gedacht, mich trifft es echt. Hey, nee, was ist das denn? Es hat schon wieder geschneit. Wir haben schon auf der Terrasse gesessen bei 25 Grad vor letzte Woche. Und jetzt schneit es. Ne? Naja. So. Das ist jetzt der gleiche Socken für die Elena. Sie trägt Größe 39,40. Also der ist etwas größer als der vom Sophie. Ja, ne? Also man kann sie ja umklappen, wenn man möchte. Und ansonsten ist er gestrickt aus dem Zitronenhain, eine Färbung von Tula. Und die Kinder von Tula, die beiden Töchter, wünschten sich jetzt ein paar Socken aus der Färbung ihrer Mutter. Ja. Und das ist so ergiebig. Ich habe also aus einem Strang habe ich jetzt ein paar Socken in Größe 38 bekommen und eine Socke in Größe 39,40. Und jetzt habe ich immer noch so ein bisschen, dass ich wenigstens für den zweiten Socken noch das Bündchen schaffe. Und vielleicht sogar noch ein Stückchen, so bis hierhin, denke ich mal, wenn ich das so Pi mal Daumen nehme, bestimmt bis hierhin noch stricken kann. Dann wird der neue Strang und dann bekomme ich sogar noch ein drittes Paar aus dem Krichtula auch noch eins. Ne? Ja, so, das war der Socken. Das war eigentlich das, was am schnellsten jetzt zu Ende war, als ich damit angefangen bin. So, genau, hier ist es. Das bisschen habe ich jetzt noch von einem Strang über und da kriege ich also auf jeden Fall das Bündchen und so ein kleines Stückchen noch
Vom Schaft. Ja, nein, das zeige ich euch gleich, wenn ich die Wolle zeige dazu. So, was habe ich noch? Ja, jetzt ist das Hanna-Tuch endlich fertig. Ich bin aber auch heilfroh. Ich muss unbedingt zum Friseur jetzt endlich mal, weil so langsam ist es wirklich strohig und es ist gar nicht mehr, es hat überhaupt keinen, gar nichts mehr. Hier hängt es sowieso Spaghetti runter. Also es muss ganz, ganz dringend was passieren. Ja, ich muss mich wirklich, ne? Augenblick bitte. So, ich sag euch, ne? So an der Tür mit ihnen. Oh, dieses Hin- und Herrennen wieder, ne? Denn ich muss echt sagen, also bis auf eine Kundin, also dieses mit dem Testen, das wird nicht angenommen. Dann bleiben die Kunden lieber vor der Tür stehen und lassen sich dann an der Tür alles zeigen. Also das ist ein Schuss in den Ofen mit den Tests. Also da fahren die nicht extra nach Herford oder in der Apotheke. In der Apotheke musst du es, glaube ich, bezahlen, ne? Ich weiß es gar nicht. Oh, keine Ahnung. Ich will das mal jetzt gar nicht so behaupten, aber naja, auf jeden Fall. Wer fährt denn da jetzt erst hin, um dann sich gerade schnell einen Knäuel Wolle zu kaufen? Ist ja Blödsinn. Das wird also bei mir hier jedenfalls nicht angenommen. Naja, dann ist es aber auch egal. Dann werden die Kunden halt wieder draußen vor der Tür bedient, ne? Und mal gucken, wie lange das geht, bis wieder was Neues entschieden wird. So, jetzt habe ich das Hanna-Tuch fertig. Jetzt guckt doch mal, wie schön das geworden ist. Also ich bin ganz begeistert. Ich liebe es jetzt schon. Also ich mache es mal um. Ich habe es ja jetzt noch nicht vernäht, aber es ist wirklich ein schönes Tuch. So, na? Guckt, also das gefällt mir außerordentlich gut. Und wie gesagt, das Heft habe ich jetzt nicht mit. Das habe ich zu Hause schon wieder ins Regal gestellt. Also, das hier ist ja aus dem. Das zeige ich euch sowieso gleich, weil ich habe da was Neues, was ich daraus mache. Und aus dem Stricken für jede Jahreszeit ist dieses hier. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es heißt einfach nur Flora. Ja, so, das hier ist jetzt andersrum. Das hier ist jetzt mein Hanna-Tuch geworden. Schön, oder? Das werde ich jetzt gleich ganz in Ruhe vernähen. Und ja, ich habe es also hier wirklich nur noch so lange, wie die Wolle gereicht hat, habe ich hier noch gestrickt. Normalerweise hätten da noch vier Reihen dran gemusst. Ich hatte keine Wolle mehr und noch einen Knäuel wegen vier. Habe ich gedacht, ach nee, es reicht ja auch. Ne? Guckt mal, das reicht doch. Das sieht doch so toll aus. Also ich finde es wunderschön. Es ist ja dieses ganz leichte Rosa in der Viskose. Also dieses hier ist Leinen-Viskose-Garn von, ich beziehe das über Monika Design, ich glaube es ist Lana Gatto Fresco heißt die. Die hat 440 Meter Lauflänge und hier habe ich die Hanna, das ist ein reines Eukalyptusgarn, 100% Lyocell und das hat 330 Meter Lauflänge. Also diese beiden Farben, da ich das ja immer gestrickt habe und auch immer gezeigt habe, sind leider ausverkauft. Aber wer sich dafür interessiert, kann gerne mal anfragen. Es gibt noch so viele schöne, schöne Farben davon. Also wie gesagt, das Hanna-Tuch ist auch fertig. Das habe ich mir, ja. Das werde ich gleich noch vernähen und das war's. Und von der Fresko ist nur noch das bisschen übrig geblieben. Jo. Ne? Ja, so ist das. Da haben wir ein Teil schon wieder fertig. Oder zwei Teile, ein Socken und ein Tuch. Und dann könnt ihr euch erinnern, ich habe diese Decke aus einem Knäuel. Auch von Stachemeyer. Ich bin heute Stachemeyer-lastig hier. Also wirklich. So, da hatte ich ja
Guck mal, die habe ich auch noch nicht vernäht. Da hängt auch noch ein etwas längeres Teil runter. Also habe ich ja diese Babydecke gemacht. Ich habe auch die Quasten dran gemacht. Aber ob mir das so gefällt, wenn ich sie jetzt für mich nutzen würde, hätte ich jetzt einen Rand drum gemacht. Irgendwas Schönes drum gehäkelt. Weil diese Quasten, das ist nicht meins. Das war ja, ist ja in das Original, ja, dass da diese Quasten dran sind, aber ich finde die für eine Babydecke einfach zu wuchtig und zu, ich weiß nicht. Es gefällt mir persönlich nicht so gut. Also so, sie wird allerdings so ins Schaufenster kommen, die Decke. Es ist ja nur eine Decke für den Kinderwagen oder für den Maxi-Cosi. Aber wenn ich die rausnehme aus dem Schaufenster, nachdem ich sie ein paar Wochen dann im Schaufenster hatte, dann werde ich die Quasten abmachen und werde einen schönen Häkelrand, vielleicht mit einem schönen Bogen oder mit einem Blümchenmuster oder so, werde ich entweder häkeln oder stricken. Das gefällt mir einfach besser. Deswegen halt behalte ich das auch. Also die Decke soll 45 mal 65 Zentimeter sein und aus einem Knäuel bestehen mit Quasten. So, also ich habe jetzt 50 Zentimeter und 65 Zentimeter gestrickt, die Quasten dran gemacht und habe trotzdem noch so viel übrig. Also das ist schon noch ordentlich. Da würde ich noch einen richtig schönen, schicken Rand drum kriegen. Deswegen hebe ich das auf und werde dann diesen Rand machen. Wer das nicht möchte, also wer das Garn jetzt schon gekauft hat und das nicht möchte, der kann dann anschließend ja noch ein paar Püschchen oder eine Mütze oder irgendwas fürs Baby noch dazu machen, weil das sind wirklich noch, also ich würde mal sagen, also es sind bestimmt noch 200 Meter, die hier noch drauf sind. Also sehr ergiebig, ne? Die Schachenmeier Baby Smiles Happy Baby gibt es in verschiedenen Farben, hatte ich euch aber in eins der letzten Videos schon gezeigt. Also da habe ich schon, ne? Die ganzen Farben und so. Kostet 9,95 €, hast du für 9,95 € hast du eine ganze Decke. Macht richtig Spaß, ne? Ja. Was? Ich gucke immer von einem zum anderen. Ich würde dir sagen, erzählt mir mal, wie es bei euch so ist, ne? Das wär's doch noch. Das fände ich noch schön. Aber ich traue mich ja an diese Live-Dinger nicht dran, ne? Trau mich nicht. Nein. Aber ich sollte es mal tun. Vielleicht mal irgendwann. So, Ostern. Ich habe. Erstmal muss ich mich ja auch nochmal, also ich muss mich ja jedes Mal bedanken, ob es über Geburtstagswünsche geht, über Weihnachtswünsche, jetzt die lieben Osterwünsche, also alle egal wie ihr mich erreicht, ne? Also und unter anderem auch per Karte. Also hier habe ich eine ganz tolle Karte bekommen. Ich schicke dir ein Lächeln und frohe Ostern, also die liebe Christiane. Ja, Christiane, ich vertue mich mal mit Christine und Christian, also hat mir diese tolle Karte geschickt zu Ostern. Klasse. So, ich muss das immer alles so. Dann die Katharina. Katharina, liebe Grüße. Frohe Ostern hast du mir geschickt. Ja. Also auch von der lieben Katharina hat für mich eine Karte erreicht und dann habe ich noch ein Geschenk bekommen, was ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Und zwar aus Berlin eine nette, ups, Osterkarte. Ja. Und die Liebe hat mir Handstulpen genäht. Alles klar, ne? Ihr wisst Bescheid. Das waren 10 Tage zu viel gestrickt. Hier, guck mal, die Perlen. Toll, ne? Mit dem Zopf in der Mitte. Echt. Und sie passen. Sie fragte nämlich in der Karte, fragte sie mich, ob
ob sie passen, ne? Und sie hofft, dass sie passen. Also, sie passen, sind wunderbar. Vielen lieben Dank, ich habe mich sehr gefreut. Ja, das ist, ihr seid immer so lieb. Ich weiß gar nicht. Ich habe schon gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass wir endlich irgendwann mal, ich hoffe ganz, ganz stark auf Ende des Jahres oder nächstes Jahr, dass wir uns auf den Wollfesten wieder begegnen können, dass wir uns persönlich sehen können und da freue ich mich schon ganz, ganz doll drauf, ist wirklich wahr. Apropos persönlich sehen, ich habe dann auch noch Nachricht bekommen aus Cuxhaven. Ja, eine liebe Zuschauerin, die ich auch in Cuxhaven kennengelernt habe, hat mir erzählt, Frau Gomez macht zu. Oh, ich finde das so traurig. Was mache ich denn, wenn ich jetzt, also, aha, was mich am allermeisten sieht, kann ich gar nicht hinfahren und mir noch ein bisschen was holen und nochmal mit ihr reden oder so und jetzt. Ist sie, wenn wir dann vielleicht im Sommer fahren dürfen, dann ist sie gar nicht mehr da. Jetzt sagt mein Mann, ja, meine Güte, lass uns doch einfach mal einen Tag hinfahren, mitten in der Woche. Wir brauchen ja nicht übernachten, wir können ja einfach hin, wir sind ja in 2,5 Stunden da. Dann gehen wir einkaufen und dann gucken wir einmal im Hafen ins Wasser, gucken einmal zur Wohnung oben hoch und dann fahren wir wieder. Ich glaube, das werden wir machen, aber jetzt noch nicht. Also, ich warte erstmal. Ich warte erstmal ab, was sie alle noch entscheiden. Wir wollen mal gucken, ne? Ist ja auch nicht mit zu spaßen jetzt im Moment. So, und es läuft uns ja. Was heißt die Frau Gomez? 3 Monate hatte mir die liebe Zuschauerin gesagt und dann wäre sie nicht mehr da. Also irgendwie in diesen 3 Monaten hoffe ich, dass ich da irgendwo noch hinkomme und sie mir noch einmal mit ihr reden kann. Und ja, ja, ihr Lieben, so ist das, ne? Ja, so, was haben wir denn als nächstes? Als nächstes zeige ich euch meinen Pullover. Ich bin mit dem Pulli, bin ich etwas weiter gekommen. Natürlich hatten die anderen Sachen jetzt über Ostern erstmal Priorität, aber nichtsdestotrotz habe ich weitergemacht und ich habe auch noch Sachen neu angeschlagen. Weil ihr wisst ja, ich kann es ja nicht lassen. Ne? Ich kann es nicht lassen. So, mein Pulli, ich zeige euch gleich, welchen ich meine. Den habe ich also jetzt, das ist ja die Bordüre, also die Borde, die unten an dem Pullover dran. Also das macht eigentlich das Pullöverchen aus. Also ich denke mal, ich zeige euch das mal erst. Ich muss mal aufpassen, dass es nicht von der Nadel geht. Zeige ich euch den mal. Da ist er. Seht ihr? Hier ist diese Bordüre. Also die, und dann wird der einfach glatt rechts gestrickt und so ein kleines Ärmelchen mit dran. Es ist ein Oversize-Pulli und ich stricke den aus der Lanes du Nord Organic Trio. Dieses Garn, wenn das auf dem Knäuel ist, habe ich manchmal Kunden, die sagen, oh, das ist ja, weil das fest geknäult ist. Aber wenn ihr das strickt, das ist wie Butter, das ist wirklich, das ist so weich, dass, also in mir ist das, das ist für mich also eins der besten Garne, die ich hier mit habe. Und es gibt eine riesen Auswahl an Farben und ich habe die auch schon immer richtig gut verkauft. Guck, ich mache es mal eben so, dass man das noch so ein bisschen richtiger sehen kann. Also so sieht es dann nachher aus und ich muss ja, also die Borte ist 66 Reihen und ich habe, glaube ich, jetzt, ich bin ja jetzt erst bei dem zweiten, quasi auf dem Kopf, bin ich erst angefangen. Ja, aber da habe ich dann auch noch ein bisschen und das Muster ist eingängig und wenn wir dann
Das ist ja jetzt riesig. Das ist, sobald ich die Borte, die 66 Reihen gestrickt habe, dann nehme ich kontinuierlich ab. Damit sonst habe ich einen Sack. Hatte ich ja schon mal erzählt, ne? Dass alle bei mir gesagt haben: Mama, was machst du da? Das ist ja ein Riesen. Das ist nur dieses Oversize und es wird dann anschließend abgenommen. Und ach so, und dieser Pullover steht in, hatte ich aber auch schon, in der 3 2021, in der Sabrina 3 2021. Da ist auch dieses tolle Tuch drin, was ich auch noch machen werde. Ich habe es schon einmal angeschlagen, aber es hat mir mit der Wolle, die ich da hatte, überhaupt nicht gefallen. Weil ich bin. Da sage ich auch gleich noch was zu. Das habe ich nämlich gerade, das Problem habe ich nämlich gerade auch schon wieder. Also, dass mir das nicht gefällt, wie das aussieht mit einem bestimmten Garn. So, dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, ach Mensch, du hast noch vom letzten Jahr pinkfarbene Ella und du hast noch selbstgefärbtes. Das ist ein Merinogarn, 420 Meter. Und hier ist die Ella von Lang, die ja leider jetzt aus dem Programm genommen wird. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was machst du denn damit? Was machst du damit? Wozu hättest du denn Lust? Und dann habe ich gedacht, ach komm, machst du mal einen Sommerpulli. So, Moment. Das Gefummele hier. Das Gefummele. So. Und dann bin ich angefangen, habe einfach ein Bündchen gemacht aus der selbstgefärbten. So, dann habe ich mir ein Muster genommen. Das zeige ich euch gleich, denn hier kann man es noch nicht so gut erkennen. Ich habe auch nichts Weißes, was ich davor halten könnte. Und das Muster sieht auch ganz anders aus als normal. Ich zeige euch das gleich. Weil die Ella ist mal dick, mal dünn, mal glätt, mal glänzend und mal matt. Und deshalb, ne? Und dieses Muster, was ich euch gleich zeige, das mache ich, das wiederhole ich dreimal. Dann kommen 15 Reihen, 15 Reihen selbstgefärbtes dazu. Dann kommen wieder dreimal und dann, weil das ja jetzt von mir selbst ausgedacht ist. Werde ich vom Bündchen aus bis Brustunterkante werde ich messen und dann werde ich also damit die Brust nicht so durchsichtig, damit es an der Brust nicht so durchsichtig ist, werde ich dann ein längeres Stück in dem selbstgefärbten machen. Ja, und dann will ich mal gucken, wie weit ich mit dem Garn komme. Dann habe ich mir schon überlegt, ob ich das Rückenteil nicht komplett in diesem Ella mache und die Ärmelchen dann wieder in dem. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so im Klaren. Da muss ich mal gucken, wie mir das alles gefällt und wie ich das so gestalte. Schauen wir mal. Das Muster habe ich mir aus dem Ajour-Musterbuch. Strickmuster Sandra Sonderheft Nummer SA 142, das ist dieses hier. Und da habe ich mir dieses, ja, da muss man immer dieses Muster rausgesucht. Das hier. Das. Aber wie gesagt, es sieht nicht so aus, weil es kann auch nicht so aussehen. Weil ja, wie gesagt, die Ella so ein strukturiertes, so ein, ja, wie soll ich das sagen? Also vielleicht kann man es doch erkennen, dass es, wenn es dann nachher irgendwann gespannt ist, vielleicht. Das macht die Struktur der Ella jetzt, ne? Dass das nicht ganz so rauskommt, wie es da auf dem Foto ist. Aber es gefällt mir und ich habe mal wieder was ich so stricken tue ich das auf den Haier Vierer Nadeln. Sind doch vier, ne? Ja, ist Vierer. Auf den Haier Vierer und dann gleich mit dem 100er Seil, damit ich nicht, weil ich erst war ich am Überlegen, machst du es in eine Runde. Aber pff,
Nö. Ja, das ist jetzt was, was ich dann so über Ostern, also was heißt über Ostern, über die Zeit, diese Auszeit, die ich mir genommen habe, so fabriziert habe, ne? So, lassen wir das mal liegen. Dann haben wir das auch wieder verpackt. Ja, so, dann würde ich mal sagen, ich sollte die Ella vielleicht auch mit wegpacken. Wäre vielleicht ganz, ne, angebracht hier. So, dann schauen wir mal. Ja, viel passiert ist ja nicht über Ostern, jedenfalls bei mir nicht, außer dass ich hier echt viel geschafft habe. Ja, so, dann wollen wir uns mal zu der Schachmeier Summer Stripe Special Edition, ist das gute Stück hier, gerade heute Morgen bekommen. Deswegen kann ich da noch nicht viel zu sagen, außer dem Preis und euch vorlesen, was draufsteht, ne? Anders geht es nicht. Oh, ich sag ja. So, Anleitung auf der Innenseite in Englisch, Französisch und Deutsch. Also ein Knäuel, ein Schal. Da ist der. Könnt ihr das vielleicht so sehen, wenn ich mein Gesicht da nicht so reinhalte, ne? Ja. So, 360 Meter Lauflänge. Und wir haben eine Zusammensetzung von 50% Baumwolle und 50% Mikrofaser. Die Summer Stripe. Mal, die Farbe finde ich toll. Das ist die Farbe 80. Und es kostet 12,95 Euro. Und wir haben da noch eine Farbe. Wir haben da einige Farben von die 84. Finde ich auch toll. Und wie gesagt, die Anleitung zu diesem Schal, der hier abgebildet ist. Ich hoffe, er macht es irgendwann mal scharf. Mal, was ich zitter. Ich komm, Moment, habe ich ein Tremor oder was hier? Guck mal, wenn ich die Hand aushalte. Das ist jetzt mit der anderen auch. Ja. Guck mal, ich kann auch nicht mal mehr den Arm ausstrecken, ohne dass ich zitter. Oh, was ist das denn? So, 84. Ich sag's euch, ich sag's euch. Es ist alles nicht mehr so, wie es mal war. So, und dann haben wir die 81. Finde ich auch. Also, ich finde jede Farbe schick. Also, egal. Ich werde auch von jedem eine Farbe behalten und da selber mal gucken, wie weit ich mit den Schals komme. Ne? 85. Also ein bisschen gerupft aus, ne? Ist wahrscheinlich. Ja, es ist aber auch so schön weich. Oh, 85. So. Dann haben wir noch die 82. Es ist mit Rot und Gelb und Anthrazit. Und noch die 83. Pink, Lila, Mint und Gelb. Jo. Und die Schätzchen kosten 12,95. Wie gesagt, du kriegst einen Schal aus einem Knäuel. 12,95. So, und dann hatte ich von Schachenmeier letzte Woche, bevor ich dann in den kleinen Urlaub gegangen bin, habe ich Handarbeitsgarn für Spüllappen bekommen. Ich habe heute nur die Color hier liegen. Die Uni, zeige ich euch das andere Mal. Das wäre einfach alles zu viel geworden. Ich habe also zum Beispiel Puppet Lines, so heißt es, 70 Meter auf dem Knäuel. Und ich habe diesen Spüllappen. Ich habe da extra so ein wie bei Topflappen was dran gemacht, weil ich meine Spültücher gerne an meine, ich habe in der Küche
die Schränke so über der Spüle und dann gehen die so in die, in diese Richtung. Und ich habe einen Glasschrank und da sind vorne Schubläden drin. Und an diese Schubläden, da sind ja so kleine Knöpfe, da habe ich, da tue ich immer meine Spültücher. Ja, weil die Spüle ist da drunter und dann habe ich immer meine Spültücher da hängen. Und ich bin ja sowieso begeistert von diesen Spültüchern, dass man nicht ständig und ewig diesen anderen Mist da kaufen muss, sondern wie gesagt, ich wische und putze damit. Alles außer Badezimmer, muss ich echt sagen. Also Badezimmer, das ist mir dann doch ein bisschen. Aber ansonsten mache ich da alles mit. Und nach dem Benutzen spüle ich das mit Spülmittel aus im Wasser, hänge es also zum Trocknen über mein Herd. Ihr wisst schon, den Griff vom Herd. Und wenn es trocken ist, kommt es wieder an. Und einmal in der Woche nehme ich das und schmeiße das mit allen anderen zusammen in die Maschine bei 60 Grad. Und nichts passiert. Alles ist super. Und dieses hier habe ich jetzt ganz einfach, weil es ja, Farbverlaufsgarn ist, habe ich das einfach in kraus rechts gestrickt. Aber es gibt ganz tolle Muster. Ich habe also auch welche im Waffelmuster. Ich habe welche im Perlmuster, klein und groß und. Aber dieses hier habe ich jetzt über Ostern fertig gemacht, weil ich halt dieses neue Garn bekommen habe. Und zwar ist das dieses hier. Also das ist auch die Farbe, die ich genommen habe. Ja. Also das Knäuel kostet 2,50 Euro und ist 100% Baumwolle und hat 70 Meter Lauflänge. Wo steht hier die Nummer? Color. 210. 210 habe ich hier. Moment. Ich muss das erstmal alles wieder. Dann haben wir ein schönes Grün, die 202. Wir haben die 209. Ich halte das immer, halte ich das richtig rum, ja, ne? Die 209. Wir haben die 206, ein Schwarz-Weiß. Wir haben die 203. Schön, ne? Die 208. Also ich finde, ne, man kann sich von jeder Farbe kann man sich einen Spüllappen machen. Also wirklich. Dann die 201. Die 204. Ping, 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 ping. Und dann noch die 205, blau. Und zum Schluss noch die 207. Da bin ich jetzt wieder angefangen. Ich habe mir das wieder genommen, die 207. Hier ist sie. Und weil es Farbverlauf ist und weil ich natürlich wieder mitten drin aufgehalten bin, mache ich es auch wieder nur in kraus rechts. Das ist einfach mal so ein bisschen Entspannung pur, wenn du dann irgendwie im Auto sitzt oder beim Doktor oder irgendwo, wo du dich wirklich nicht auf irgendwas anderes konzentrieren kannst, ne? Also da kannst du dann getrost deine Spüllappen stricken. Und es macht doch Spaß. Ich stricke die mit einer Vierernadel. Und zwar habe ich hier eine ganz alte. Ich hatte keine, ich wollte jetzt nicht so ein langes Seil und ein 60er und ich hatte keine Vierer mehr parate. Habe ich mir eine alte aus der Schublade genommen. Das ist so ein No-Name-Dingen, aber für so einen Spüllappen reicht das auch, ne? Ja, guck, da bin ich dann auch schon beim zweiten Spüllappen angekommen. So, ja, bevor ich muss jetzt mal was trinken. Geht nicht anders. Oh. Es ist was, ne? So.
Nachher, also ich zeige euch jetzt noch, was ich auch noch neu angeschlagen habe. Und dann zeige ich euch das Buch dazu. Also das kennt jeder, Tücher stricken für jede Jahreszeit, aber ich wollte euch das Tuch zeigen und dann muss ich noch was dazu sagen. Und dann habe ich ja viel gelesen und die zwei Bücher, die ich gelesen habe, beziehungsweise ein Buch habe ich komplett gelesen, das andere bin ich bei. Aber das kann ich euch auch schon empfehlen. Also ich habe schon ein Drittel davon gelesen und es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Das zeige ich euch gleich mal. Wir machen einfach mal zwei Bücher, die nichts mit Stricken zu tun haben. So. Aber super interessant sind. Also es hat mich, also das eine, was ich da durchgelesen habe, an einem Tag, weil es mich so gefesselt hat, habe ich jetzt durch Zufall, wirklich durch Zufall, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, und dann gucke ich immer auf meinen Wecker beim Handy. Und dann sehe ich, aha, neue Nachrichten, ne, so Facebook, Instagram und alles sowas. Und dann gucke ich und dann zeigten sie einen Filmausschnitt. Und dann denke ich, diesen Film, das kennst du doch, was da gesprochen wird und was die. Und das ist tatsächlich, dieser Film wird, ich weiß es jetzt nicht, ob es im Fernsehen oder im Kino, ich glaube, ins Fernsehen kommt. In den nächsten Tagen und oder Wochen kommt dieses auch. Und ich habe dieses Buch gelesen und das ist so für mich eigentlich unfassbar. Das kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Ich will euch erst das andere zu Ende zeigen, aber dann unterhalten wir uns über die zwei Bücher und zum Schluss gibt es selbstgefärbte Wolle. Okay? So, ich habe mir rausgesucht aus dem Buch Tücher stricken für jede Jahreszeit. Das ist ja dieses hier. Das kennt jeder von euch. Und ich glaube, jeder von euch, der Tücher mag, hat dieses Buch. Weil es ist einfach eine Sensation. Und ich habe wirklich lange, lange, lange nicht so ein schönes Buch gehabt, wo ich schon so viel draus gestrickt habe. So, und dieses hier, das ist das Wilde Malve. Das ist dieses Tuch. Und dann habe ich mir gedacht, ach Mensch, du hast ja noch das Mohnfeld. Ja? Machst du daraus jetzt das Tuch? Ich bin angefangen. Ich werde es nicht zu Ende machen, weil die Farbe für das Malve nicht geeignet ist. Ich mag es nicht leiden, sagen wir mal so. Ich mag das nicht leiden, weil dieses Tuch ist ja eigentlich einfarbig. Ach, ich habe gedacht, ich habe jetzt das hier, weil ich habe das Mohnfeld hier. Und dann habe ich gedacht, ja, machst du da ein Tuch draus? Guckt mal hier. Na? Die Farbe ist ja toll, also da will ich ja gar nichts zu sagen. Also die Farbe, aber es passt nicht zu dem Tuch. Also ich bin angefangen und habe soweit jetzt schon gestrickt. Das Tuch wird ja in großen Perlmuster gestrickt und dann kommt ja das Spitzenmuster da noch bei. Und es kommt nicht raus, seht ihr das? Es kommt einfach nicht so raus, wie es mir gefällt. Deswegen habe ich mir gedacht, ach Mensch, du kannst das Mohnfeld auch noch für was anderes benutzen, wenn ich danach Socken draus mache, ist ja egal. Nein, aber jetzt habe ich mich so auf dieses Malve, wilde Malve, habe ich mich jetzt so versteift, weil ich das so schön finde, das Tuch. Und deswegen werde ich dies hier wieder aufribbeln, werde das wieder für was anderes verwenden. Und werde das Malvetuch aus einem anderen Garn. Ich muss mal in meinem Stash gucken. Da habe ich noch ganz viel Garn, was glaube noch ein paar Stränge und so, also was da gut zu passen würde. Ja, also das ist das Tücherstrickenbuch. Vorstellen brauche ich euch das nicht mehr. Vielleicht so eine Kleinigkeit für die Leute, die neu dazugekommen sind. Es sind ja ganz viele Neue da wieder zu. Herzlich willkommen, wenn auch ein bisschen spät heute.
Aber es sind ja die schönsten Tücher hier drin. Und ich kann euch sagen, ich habe schon gestrickt. Ich habe schon gestrickt dieses Tuch in genau den Farben. Das ist das Moon. Warte. Der Mondstaub. Ich habe schon gestrickt. Moment. Zeige ich euch nur die, die ich schon gestrickt habe. Die Wildkirsche. Das ist dieses Tuch. Das könnt ihr, glaube ich, gar nicht so richtig erkennen. Ne? Habe ich aber auch öfter mal um. Und ich habe, das ist das Floral. Das ist dieses hier, was ich hier um habe, in ganz hell. Das war mir zu hell bei meinen hellen Haaren. Ne? Und ich habe schon den Spotlight gestrickt. Ja, da hängt er. Da. Ja. Das habe ich schon gestrickt und jetzt wollte ich doch mal weitermachen. Und jetzt hatte ich mir gedacht, jetzt kommt die wilde Malve dazu. Also das werde ich jetzt als neues Tuch anschlagen. Jetzt fragt ihr euch, wo ist denn Estelle? Ja, Estelle ist wirklich stiefmütterchen behandelt worden, als stiefmütterlich. Ja, es ist also nicht weitergemacht worden. Nein, ich habe es nicht weiter verfolgt. Das ist als nächstes dran. Das wird als nächstes vollendet. Und ja, jetzt habe ich ja nun wirklich schon eins, zwei, drei, vier Sachen so gut. Also die vierte Sache der Socken. Das Sockenstricken fast fertig. Also, ne? Gut. Das war alles, was ich auf den Nadeln habe, wo ich dran stricke, was ich mir so ausgedacht habe. Ja, ne? Das ist das gewesen. So, und jetzt komme ich zu den zwei Büchern, bevor ich euch die gefärbte Wolle vorstelle. Und zwar habe ich das Buch von Todd Burpo. Ich zeige euch das gleich. Dann könnt ihr das selber mit Lynn Vincent. Es geht um einen kleinen Jungen. Ich glaube, ich muss gucken, wie 4 Jahre, genau. Also, dieser kleine Junge ist 4 Jahre alt, als er schwer erkrankt. Das Buch kennt vielleicht der ein oder andere von euch, denn es ist jetzt nicht ultra neu. Es heißt, den Himmel gibt's echt. Und das hier ist das ist eine wahre Begebenheit. Das hier ist der kleine Junge. So, und hier hinten, ich lese euch vor, was hier hinten steht. Und ich kann das also wirklich empfehlen. Ihr wisst ja, dass ich da auch drüber spreche, dass ich an Gott glaube. Ne? Also da habe ich nichts bei. Das kann jeder wissen. Manche finden das ja nicht so prickelnd, wenn man darüber spricht. Ist aber, ne? Das ist mir eigentlich egal. Aber aus dem Grund hat mich dieses Buch auch so fasziniert. Also unglaublich oder erstaunlich, urteilen Sie selbst. Colton Burpo ist 4 Jahre alt und der süßeste Junge der Welt. Als er lebensgefährlich erkrankt und operiert werden muss, wird der Glaube seiner Eltern auf die Zerreißprobe gestellt. Doch Colton überlebt. Und er erzählt von erstaunlichen Dingen, die er während dieser Zeit zwischen Leben und Tod gesehen hat. Anfangs glaubt ihm keiner, doch nach und nach berichtet er seinen Eltern von überprüfbaren Tatsachen, die er gar nicht wissen kann. Das Fazit in Coltons Worten, den Himmel gibt's echt. Fesselnd und überzeugend, dieses Buch sollten Sie unbedingt lesen. Also dieser kleine Junge erzählt davon, wie er im Himmel war und seine Schwester kennengelernt hat. Und zwar seine Schwester, die seine Mutter in der Schwangerschaft verloren hat. Oder wie er seinen Großvater, den er überhaupt nicht kennengelernt hat, im Himmel begegnet ist und mit ihm gesprochen hat und ihn beschreiben konnte, da er ihn aber nicht kannte.
hat der Vater dann mal ein Bild gezeigt, wie sein Vater in jungen Jahren ausgesehen hat. Und der Junge hat tatsächlich gesagt, ja, also in diesem Album hat er diesen Mann als den Mann erkannt, der bei ihm war. Und ohne dass seine Eltern ihm das gesagt haben, das ist jetzt dein Großvater, sondern in dem Fotoalbum hat er dann zwischen den anderen Fotos diesen Mann erkannt. Ich fand das unheimlich interessant, ein vierjähriger Junge, der ja eigentlich noch gar nicht so in dieser Materie drin sein kann, also noch gar nicht sich ein Urteil bilden konnte über Glauben oder über auch Nicht-Glauben. Und dass der so eine Sache erzählt, ist faszinierend. Ich kann also auch für Skeptiker vielleicht nur mal einfach so, ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ich fand es faszinierend. Also wie dieser kleine Junge erzählte hat, von dem Himmel, in dem er war. Also, und an was er sich alles erinnert hat. Es ist wirklich faszinierend. Es war wirklich toll. Und wer sich für sowas interessiert, der sollte sich das anschaffen. Ja, das habe ich in einem Rutsch durchgelesen. Das fand ich so toll, wirklich. Und den Film werde ich mir auch angucken. So, und dann habe ich Christiane Franke und Cornelia Kunert. Krabbenkuss mit Schuss. Ein echter ostfriesischer Humor, Situationskomik aus dem prallen Leben. Klaus-Peter Wolf hat das geschrieben dazu. Ein Ostfriesen-Krimi, eine Leiche zum Tee. Also da bin ich jetzt mit angefangen. Ich habe so ein Drittel habe ich gelesen und finde es toll. Es ist gelungen, wirklich. Ich lese euch wieder vor, was hier hinten drauf steht. Das ist mal wieder typisch für Lehrerin Rosa. Da möchte sie für ihre Klasse einen Termin auf einer ostfriesischen Alpaka-Farm machen und stolpert dabei beinahe über einen Toten. Für die Kripo in Wittmund ist schnell klar, die Ehefrau war's. Spürnase Rosa kommt allerdings Zweifel, denn da gibt es auch noch den ominösen Klau der goldenen Teekanne, einer alteingesessenen Teefirma, für die der Tote als Teetester gearbeitet hat, hängt beides zusammen. Als ein weiterer Mord geschieht, spannt Rosa ihre Freunde, Dorfpolizist Rudi und Postbote Henna ein. Gemeinsam begeben sie sich auf die Pirsch und kommen der Lösung gefährlich nah. Diejenigen, die Ostfriesland lieben, werden von diesem Trio so begeistert sein wie ich, schreibt Lisa Pauli. Ich habe mir das Buch gekauft wegen dem Alpaka und als ich dann hier von Alpaka Farm gelesen habe ich gedacht, ja, okay, ne, das liest du, Krimi. Und wenn Klaus-Peter Wolf schon sagt, ist gut, dann, und Lisa Pauli, dann muss es ja gut sein. Und wie gesagt, ich bin da jetzt vielleicht auf Seite, ja, 40 oder so. Ich bin halt noch nicht allzu weit, aber es ist wirklich gut geschrieben. Ich kann es nur wieder weiterempfehlen. Also wirklich, ich lese im Moment, also ich komme ja so nicht dazu, zu lesen. Oder das meiste, wenn ich handarbeite, dann höre ich Podcast oder ich gucke mir das im Fernsehen und da kommt man nicht zum Lesen oder irgendwie was. Deswegen, wenn ich dann mal so Auszeiten habe, dann nehme ich mir Bücher, kaufe ich mir Bücher, die mich also so ins Auge springen. Ja? Ich habe also mehr Handarbeitsbücher als Romane oder Sachbücher. Sachbücher habe ich eigentlich. Vielleicht, wenn es hochkommt, 20. Romane habe ich gar keine. Wenn ich die ausgelesen habe, verschenke ich sie. Jo. Ne? Ich brauche Platz für meine ganzen Handarbeits. Mein Regal ist immer noch nicht da. Ich kriege das Regal erst am 21. Sonst hätte ich nämlich dieses Video gestern Abend schon aufgenommen oder gestern Nachmittag und hätte das in meinem neuen Strickzimmer aufgenommen. Und das werde ich, wenn ich, sobald das Regal da ist und alles ist eingeräumt und alles ist schick, dann werde ich das Video mal, den Podcast werde ich dann mal in meinem Zimmer aufnehmen. Ja, so, ihr Lieben, wir haben eigentlich alles abgehakt, bis auf die gefärbte Wolle. Wir waren fleißig. Ja, wir waren fleißig. Wir haben noch nicht alle Namen für die Schätzchen.
Also wir haben, ihr wisst ja, ne, dass wir sehr rot, pink und durcheinander. Also wir haben alles Mögliche aus. Das riecht nach Lenore. Alles Mögliche ausprobiert. Und diese Färbungen sind dabei herausgekommen. Also hier haben wir einmal Pink Panther. Also Pink Panther. Es ist wieder die gleiche Basis. Es ist also wieder 80 Merino, 20 Polyamid, 425 Meter Lauflänge. Ich muss noch was dazu sagen. Beim Mondfeld ist das ganz auffällig gewesen. Es ist nicht weiß. Es ist pink. Dieses hier, was ihr jetzt als weiß die Kamera fängt, das ist ganz zartes Rosé. Ja, da ist nichts Weißes dran. Also es ist zart rosa. Alles, was jetzt so hell erscheint, ist wie gesagt zart rosa. Da ist nichts mit Weiß oder so drin. Also Pink Panther, vier Stränge A6, 16,50 € für den Pink Panther. So, ich weiß es nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Wir haben Osterfarben gefärbt. Ich kann es jetzt echt nicht mehr. Da müsste ich mir mein anderes Video, aber ich glaube, haben wir die nicht schon als Stränge gezeigt? Ach, ist doch egal, ne? Ist egal. Oster. Ostern. Das sind die Osterfarben oder Frühlingsfarben. Da haben wir auch vier Strang. Und auch hier ist das, was weiß erscheint, ein Hauch von Rosa. Das ist nichts mit Weiß dabei. Jo. Also die Osterfarben auch viermal. Der Preis ist immer der gleiche. Also zu erwerben einzeln oder im Set, so wie ihr möchtet. Ja, was könnte man das nennen hier? Das ist jetzt wieder, also das eine war ja nun wirklich der Pink Panther. Also dieses hier rote Beete. Man könnte fast rote Beete dazu sagen. Ne? Finde ich, oder? Hier, guckt mal, das ist schön, ne? Finde die toll. Also wir sagen einfach rote Beete dazu, weil, ne? Sieht ja so ein bisschen aus wie rote Beete. Ich wüsste sonst keinen Namen jetzt auf die Schnelle. Hier haben wir noch mal zweimal Experiment. Das waren also jetzt keine, das waren die Osterfarben noch mal, aber diesmal mit Pink, also so als Experiment gedacht. Also Experiment 1, da gibt es nur zwei Strang von. Ne? Da ist alles so ein bisschen durcheinander gemischt worden. Ah, da gibt es gleich noch. Den hab ich hinten liegen lassen. Den muss ich euch auch zeigen gleich. Und dies hier war auch ein Ausprobieren, die blaue Lagune. Oder das Tula sagt, das sehe aus wie Kornfeld, also wie Kornblume. Mit dem, ich glaube, wir nennen es Kornblume. Mit dem Schwarz, ne? Die Kornblume hat ja auch so ein bisschen. Ja, genau. Auch zwei. So, wir kommen aus den Experimenten nicht heraus. Wir haben also alles Mögliche. Dieses hier ist ganz helles Rot mit Pink. Was sagen wir denn dazu? Herzchen. Das ist die. Wir nehmen Herzchen. Das sind die Herzchen. Ja, die Herzchen haben wir auch viermal. Das Herzchen hat sich auf den Weg gemacht zur Erde. Es wollte nicht bleiben. Es wollte nicht bleiben. So, dann wollten wir eigentlich
die Toskana einfangen. Ja. Aber wir sind der Meinung, es ähnelt zu sehr dem Zitronenhain. Hier fehlt zwar das Grün, weil wir haben Vanille, Gelb und Braun genommen, aber es ähnelt einfach zu sehr dem, wir nennen es trotzdem Toskana. Also hier sind zwei hellere, aber wie gesagt, nicht weiß, sondern Vanille. Und diese hier sind etwas kräftiger. Wie dies hier ist noch ein bisschen, naja, also die Toskana. Also das machen wir nicht nochmal. Also wenn die weg sind, das ähnelt uns zu sehr dem Zitronenhain. Und den haben wir ja, ne? Den brauchen wir nicht nochmal. So, dieses hier ist ein absolutes Experiment. Wir haben einfach Farben genommen, die wir da einfach so rum. Ich habe so einen Teller und mit so ab. Und da tun wir dann die Farbe, wenn wir am Streuseln sind. Und jetzt hatten wir auf den Tellern noch was rumfliegen. Und dann haben wir das einfach genommen. Und da ist dieser Strang raus geworden. Da ist alles durcheinander. Da ist sogar Pink mit bei. Also ist wirklich, es ist nur, es ist ein Reste. Reste, Strang 1 ist das. Ja, und jetzt mache ich kurze Pause. Und jetzt gibt es das Reste. Der Rest ist Strang 2. Das hatten wir nämlich auch noch. Also, da ist alles drin. Von lila über braun, über grau, über gelb, über grün. Also, da war alles durcheinander auf dem Teller und das haben wir alles hier, seht ihr? Da kommt alles drin vor. Was man sich aber hauptlastig ist, ist dieses Aubergine bis hin zum dunkelbraun. Hier. Das ist Reste Strang 2. Also das sind wirklich nur Unikate, weil das kriegt man nicht wieder. Das sind ja einfach nur Reste, die geschmissen worden sind. Ne? Ja, so gehen wir mal zu den Strängen, die noch nicht gewickelt sind, weil sie noch ein bisschen feucht waren. Wir haben die Wüstenblume. Also die Wüstenblume ist eine neue Färbung. Das ist diese hier. Ja, ich weiß nicht, was Tula. Also, das ist ja nun, ne? Also, die Wüstenblume, da haben wir auch vier Strang von. Hier, es ist alles Mögliche drin: von braun, orange, gelb. Also, das heißt, die Wüstenblume. Das haben wir auch viermal. Viermal Wüstenblume. Dann haben wir viermal Orchidee. Viermal die Orchidee. Ja, die Orchidee. Das ist dann. Also das Haupt ist Pink und Vanille und ein bisschen Gelb und also alles Mögliche da dran. So, das waren viermal Orchidee. Dann habe ich, jetzt muss ich gucken, welches ist. Das ist das mit den Sprenkeln. So, Südseefieber haben wir hier. Einmal Südsee. Einmal Südsee, bitte. Ja, das ist die Südsee. Also wir waren schon fleißig. Also es ist nicht so, als wenn wir nichts getan hätten, ne? Also da ist wirklich jetzt in den Strängen ist ein Tiefsee. Grün und dann so grüne Sprenkel hier mit drin. Und das andere, das was wieder weiß erscheint, ist ein ganz helles Mint. Also es sind verschiedene Wassertöne, grün-blaue Wassertöne.
So, und dann haben wir das Ganze noch mal in etwas heller gemacht. In Blau, also das hier ist jetzt Südsee. Und hier machen wir die blaue Lagune von. Die blaue Lagune hat aber immer mal ein paar Sprenkel. Entweder in Pink oder in Schwarz. Kommt überall. Hier ist auch noch mal so ein bisschen Pink. Also es ist, als wenn das da so hingetupft worden ist. Ja, das ist jetzt die blaue Lagune. Also in jedem Strang ist so ein bisschen pinkig mit bei, aber nur ganz dezent, an hin und wieder mal an einer Stelle. So. Hier wie zum Beispiel hier, ne? Und so, das ist die blaue Lagune. So. Ist. Ja. Schon schön. Ja, das war's schon. Was heißt, das war's schon? Ich hab so ein Bärchen. Kinders, ich sag's euch, ne? So sieht's aus. Ja, eigentlich war's das schon, ne? Tja, ich werde mir jetzt heute mal ein Herz fassen und mir einen Termin beim Friseur besorgen. Obwohl es sieht echt mau aus, dass ich in nächster Zeit einen kriege, hat sie mir hier schon gesagt. Denke mal, ich werde noch bestimmt 14 Tage warten müssen. Hier ist echt richtig was los, immer. Nun gut, aber auch nichts zu ändern. Nichtsdestotrotz, ich habe beschlossen, komm, ne? Hurt dich dahin und fertig. Wir müssen ja. Wie sehen wir sonst aus? Ja. Und sonst gibt es nichts, ne? Man hat nichts erlebt, man hat, also wie gesagt, und Adele habe ich natürlich weitergeschrieben, aber auch nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Weil da brauche ich Ruhe für, habe ich festgestellt. Ich glaube, jetzt kommt der Postbote, wenn mich nicht alles täuscht. Ich höre gerade schon, dass der. Naja, was soll's, ne? Ja. Denn irgendwas hatte. Ah ja, siehste. Ja, das war der Postbote, ne? Hat ein Paket gebracht für meinen lieben Mann. Der hat sich nämlich, was heißt sich, sondern für unsere Kinder oben, neue Leuchten in die Decke bestellt. Jo. Ja, nö, das war, ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt war, bevor er kam. Auf jeden Fall war es das, glaube ich, für heute, ne? Es ist alle. Ach so, bei Adele war ich gewesen. Ja, da braucht man Ruhe für, ne? Habe ich festgestellt. Also wenn dann immer irgendjemanden. Nee, ich hab geschrieben. Also das ist schon richtig. Aber nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Aber wurscht. Es wird fertig. Es wird irgendwann fertig werden. Ja, und ansonsten, ne? Wir warten jetzt darauf, dass wir vielleicht geimpft werden. Was habe ich denn da im Wasser schwimmen? Flusen. Ja, ne, dass wir jetzt, ja, ich habe mich nicht für AstraZeneca angemeldet. Das war ja hier bei uns in OWL. Wir konnten ja uns da am Sonntag, über Ostern, es waren, glaube ich, Ostersamstag 60.000 Menschen oder so. Für mich kommt das nicht in Frage. Und ich warte darauf, dass ich etwas anderes bekomme. Und ja, dann wird es ja auch noch. Ich muss dann ja immer so, ich darf ja eine Woche die Spritze kriegen, eine Woche darf ich mich impfen lassen und die nächste Woche kriege ich wieder die Spritze. Es muss immer eine Woche dazwischen liegen, zwischen dieser Impfung und meiner anderen. Und ja, und AstraZeneca kommt für mich nicht in Frage, weil es halt, ne, für mich nicht geeignet ist. Ja, also muss ich doch auf das andere warten, auf BioNTech oder Moderna oder wie sie alle heißen. Und ich hoffe, dass mein Hausarzt, dass er das auch bekommt, dass er mich dann auch impfen kann. Also, oder vielleicht der Hausarzt meines Mannes, weil mein Mann ist jetzt bald dran. Der ist in Gruppe 2 und es ist ja eigentlich, das haben wir schon immer gesagt, etwas unsinnig, wenn man einen kranken Menschen impft. Aber den Partner nicht, ist es sinnlos, weil dann kann ich ihn trotzdem anstecken. Also,
Ja, schauen wir mal, was die sich so alles anbieten. Ich lasse das alles auf mich zukommen, ne? Wir machen einfach so weiter wie bisher. Wir lassen das alles auf uns zukommen. Wir ärgern uns. Ich ärgere mich überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr über die vielen dummen Menschen, die immer und ewig das alles hinauszögern mit ihrer Entschuldigung, dass ich das jetzt so sag. Aber mit ihrer Dummheit da, weiß ich nicht. Für mich ist das, nein, nicht Dummheit. Das ist nicht richtig. Das ist auch beleidigend. Das möchte ich nicht. Respektlos. Es ist respektlos anderen Menschen gegenüber. Ich möchte diese Menschen nicht als dumm. Das ist ja beleidigend. Das möchte ich nicht. Das nehme ich jetzt wieder zurück. Nein, nein. So meinte ich das auch nicht. Ich finde das respektlos. Ich finde es einfach respektlos, wie man dann miteinander umgeht. Ich kann meine Meinung haben und ich lasse auch jedem Menschen seine Meinung, aber ich muss respektvoll sein. Wenn ich diese Meinung vertrete, dann ist das mein Problem, aber mein Gegenüber hat meinen Respekt verdient, indem dass ich meine Maske trage, dass ich einen Abstand zu ihm halte und das erwarte ich auch von diesen Leuten. Also das erwarte ich einfach. Aber ne? Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass wie es bei uns jetzt so in den Krankenhäusern aussieht und so. Ja, okay, wir sind hier auf dem Land, aber ich möchte nicht wissen, wie es dann in Berlin, Stuttgart, Hamburg, München, wie es da abgehen kann. Also ich weiß ja nicht, ob das unbedingt sein muss, ob man sich denn nicht vielleicht doch aus Respekt ein bisschen zurückhalten könnte. Also finde ich jedenfalls. Also ich finde, es ist eine Sache des Respektes. Ich bin ja auch so und ziehe meine Maske auf, wenn ich an die Tür gehe, oder? Oder ich bleibe mit meinem Hintern zu Hause. Ja, den ganzen Ostern das Wetter war ja auch blöd und kalt, sind wir nirgendwo hingegangen, nirgendwo noch nicht mal spazieren, was wir sonst so machen. Nein, wir sind einfach zu Hause geblieben. Ich muss nirgendwo hinfahren. Warum auch? Aber da können wir jedes Mal wieder drüber. Und ich ärgere mich einfach nicht mehr. Ne? Wir belassen es dabei. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Wir sehen uns am Freitag wieder zu Adele und zum Stricken des Tuches. Und ich hoffe, ich werde also heute etwas mehr daran stricken, also in dieser Woche, dass ich auch mal ein bisschen schneller fertig werde. Dass wir vielleicht auch noch mal was anderes oder so machen können. Ja, ihr könnt mir ruhig unter die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht irgendein Thema habt, wo ich euch vielleicht was drüber erzählen könnte oder so. Und am Freitag und ansonsten sehen wir uns Freitag zu Adele und ein bisschen stricken. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, ja? Haltet durch, wir schaffen das, ne? Dass ich das auch mal sage. Ja, aber es bleibt ja nichts anderes übrig. Wir müssen es einfach nehmen, wie es ist. Und wir gehen da durch und das wird schon alles wieder werden. Und dann freuen wir uns doppelt und dreifach, wenn wir uns das nächste Mal auf irgendeinem richtig tollen Wollfest treffen können. Ich hoffe ja, dass im August tatsächlich in Düsseldorf was stattfindet. Das wäre schon schön, ne? Ja. Naja, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns Freitag. Tschüss.